Jo Leute, herzlich willkommen hier bei Ash und Max auf dem Kanal. Und heute. Ey, was macht ihr hier? Ash und Max? Kommen wir hier. Nein, Spaß, ey, wir brauchen euch heute. Wir wollen heute nämlich eine Game Night veranstalten als gesamte Familie. Wir wollen die ganze Nacht zocken heute. Die ganze Zocken? Bin ich schon mal nicht dabei. Wir mit dabei? Doch, das ist ein gutes. Komm, wir gehen. Ey, die ganze Nacht. Wir schaffen das höchstens bis um 10. Wir haben Weihnachten halt heute schon mal. Oh cool. Also hier sind sehr viele Sachen. Das ganze Video ist übrigens unterstützt durch den Xbox Game Pass Ultimate. Danke an der Stelle nochmal an Xbox. Hier sind sehr viele Sachen. So schön eingepackt. Übrigens, ganz kurz vorweg einmal, Leute. Den Link zum Xbox Game Pass Ultimate findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut gerne vorbei. Der ist momentan für 1 Euro. Für 3 Monate. Was? Ey, wir brauchen die... Braucht ihr nicht. Tschüss. Wir wollen doch spielen, oder nicht? Tschüss. Also du kommst auch mit. Hey Ash, wenigstens du, komm. Hey, kleiner Spoiler, Ash. Ich glaube, du hast das coolste Paket. Also, wer ist es davon für mich? Ihr könnt alle eins auspacken. Wie viele sind das? 5. Shit. Ich packe. Chris, du auch? Okay, warte, wir packen erstmal die kleinen aus, glaube ich. Weißt du was? Ja, das ist größer als letztes, würde ich sagen, oder? Ja, cool, erstmal. Wir fangen bei Papa an. Mach. Achso, ja gut, dann packe ich ja das erste aus. Noch nicht? Achso. Okay, dann machst du das erste. Komm, setz dich erstmal hin, oder? Papa, komm du auch mal her. Ein Controller. Hey, ich will auch einen Controller. So, ich schau mal, was ich hier habe. Ich packe auch. Und bei mir ist hier ein Controller. Habe ich jetzt falsch gesagt? Controller. Ich weiß nicht. Ich könnte wetten, da ist noch ein Controller. Ein Controller. Leute, was ist denn bei dir? Oh! Oh mein Gott! Ich sag doch erstmal das beste Stück. Das ist gut. Ey, das ist einfach eine Xbox. Hätten wir damit ganz anfangen können. Mit Controller! Ja, ein Geschenk haben wir noch. Ash, möchtest du es auspacken oder ich? Schere, Stein, Papier. Wer gewinnt, okay, kann auch machen. Schere, Stein, Papier. Nee, nicht schon wieder, alles gleich. Boom, ich hab gewonnen. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hier drin ist. Ich pack schon mal die Controller. Ja, was soll ich machen? Oh mein Gott! Hier? Ist. Das ist ein Laptop. Was ist denn? Ohne Controller? Nein, hier ist kein Controller drin, aber das ist einfach ein Gaming-Laptop. Gaming auch noch ein Laptop? Also ich finde, das sieht ziemlich nach Gaming aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ein Laptop haben wir noch. Falls ihr euch fragt, warum mein Laptop, werdet ihr alles gleich erfahren. Hier die Xbox One S übrigens, die falsch rum gerade steht. Ich würde sagen, im Zocken steht halt nichts mehr im Wege. Yes, mit Controller. Eine Sache noch fürs Video kurz hier. Ja. Wir werden gucken, wer hier zuletzt aufhört zu zocken, oder? Ja, ich. Was? Ich glaube, jeder sagt ich. Also, ich würde sagen, wir packen alles aus. Ja, safe. Warte, bau uns alles auf. Der das letzte aufhört. Der gewinnt alles. Gott. Der epische. Das epische Geschenk. Ey, der vierte Controller. Also Leute, hier haben wir jetzt die Xbox One S. Ich bin sehr gespannt, das wird glaube ich echt cool. Einmal ganz kurz zur Erklärung, der Xbox Game Pass Ultimate beinhaltet einmal Xbox Live Gold, dann auch EA Play und zusätzlich noch eine 30-tägige Testversion von Disney Plus. Und es gibt über 100 coole Spiele für Konsole, PC und Android. Und jetzt könnt ihr die ersten 3 Monate Ultimate für nur 1 Euro direkt in diesen Ferien starten. Link dazu ist jetzt unten in der Videobeschreibung. Also wir werden jetzt einmal die Xbox aufbauen, würde ich sagen, und dann kann Game Match starten. Gehen wir auf den Game Pass und suchen jetzt mal ein paar schöne Spiele aus. Genau, die haben ganz viele. Ich würde sagen, ich gehe einfach langsam alle durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das alles für die ersten 3 Monate nur für 1 Euro. Und Action! Also, wir werden nämlich heute Minecraft Dungeons, würde ich sagen, anfangen, weil Ash ist sowieso ein Minecraft-Spieler. Hey, ich bin auch Minecraft-Profi. Und ich wollte auch schon immer mal Minecraft spielen. Ich muss ganz klar sagen, ich habe nicht Minecraft Dungeons gespielt. Ich bin gespannt, wie das wird. Ja. Und zudem, das können wir jetzt alle 4 zusammenspielen. Einmal ganz kurz, wo man den Controller verbindet. Man drückt einmal auf das Xbox-Logo, dann auf diesen Connect-Knopf, auch hier bei der Xbox. 1-2 Sekunden drücken und dann läuft es auch schon. Ich würde sagen, es kann losgehen, seid ihr soweit? Also, ihr spielt jetzt alle 4 Minecraft Dungeons. Ich glaube, es ist das allererste Mal, dass wir zu 4 hier sitzen und irgendwas zocken. So, jetzt müssen wir uns hier durchkämpfen. Dem Weg folgen einmal. Warte, wo ist. Okay, da ist ein Zombie, den müsst ihr platt machen. Auf A kann ich den. Ach so! Auf A kann ich den. Also, aber wir bewegen uns nicht gegenseitig, ja? Nein, wir spielen zusammen gerade. Wo bin ich denn? Weg! P4, du bist unten rechts, du hängst da in der Brücke noch. Papi! Warte, nicht so schnell hin. Papa, warte, wir finden hier Mama. Papa!
Komm mal. So, jetzt. Wollen wir rechts oder links gehen? Komm mal, geh einfach nach. Fahr da links, komm mit. P4, komm mit. P4, komm mit. Ja, ist ich lauf gegen die Wände. Ja, guck mal, hier sind Zombies. Komm, wir machen Platz. Ich lauf euch hinterher und ihr macht alle Zombies weg, ja? Ja. Ich bin hier unten. Der letzte bin ich. Ey, nach, wollen wir links gehen? Egal. Ja. Wieso? Wir laufen doch alle hinterher, oder? Ey, wer ist hier drei? Aber schon die, ich bin schneller als du. Ich nehme das auf den Arm. Und mit, kommt man da auch irgendwie durch hier? Wo bin ich denn? Ich kann es da machen, ich kann es da. Warte, Pfeil, ein kleines Bündel Pfeil aufheben. Ja, okay. Ich kann mich da nicht durchkämpfen. Wie komm ich da durch? Du hast schon aufgesammelt. Jeder muss einmal aufsammeln. Achso. Dann bist du weg. Ich hab 80 auf Pfeile. Auf RT schießt ihr mit dem Bogen, okay? Du hast 1600 RT. Pfeile. Ich hab 1600 Pfeile, wieso auch jetzt bist du. Okay, warte. Da vorne ist Zombie, genau. Wo ist ein Zombie? Ich sehe keine Zombies. Ich habe ihn weggemacht. Da oben ist ein Skelett. Ja, statt von gut. Alles gut. Okay, weiter. Wir müssen uns ja durchkämpfen. Ich verliere den Überblick. Oh, das sind voll viele. Warte, ich. Einer macht Schwertkampf vorne und ich komme von hinten mit dem Pfeil. Ich geh Schwertkampf, okay? Okay, Ash, ich komm dann. Ich unterstütze dich. Bei Ash, das ist sicher. Mama, du hängst zurück. Ja, ich weiß, ich kann nicht mit. Da hinten ist noch jemand. Komm, wir machen. Oh, hier. Ich hab den weg. Wer schießt denn auf mich? Da vorne, die eins. Auf, öffnen. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Bin weg. Okay, ich finde das, glaube ich, ganz cool hier. Aber du verlierst den Anschluss irgendwie ein bisschen. Nein, ich laufe hinterher. Das merken wir. Achso, ich habe 1590 Pfeile. Warum hast du so viele Pfeile? Wie viele Pfeile habe ich? Ich habe gar keine Pfeile. Was ich weiß nicht mal, wo es Pfeile gibt. Welche Farbe bist du? 3, ne? P3. Oben links hast du 0 Pfeile. Ich bin gelb und links habe 260. Wenn jemand eine Rolle nach vorne machen möchte, kann man der letzte da ein bisschen schneller gehen? Wer ist der letzte? Was ist das? Oh, die machen den Treffer. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Wie viel bin ich, ne? Auf da, auf! Also, die spawnen immer neu. Hey, Vorsicht, diese Schuhe. Okay, wir haben es geschafft. Lärmeausstieg. Yes. Puh, okay. Oh Gott. Papa, du hängst da hinten. Komm mal, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich laufe immer gegen die Wände. Ja. Kommt hier. Ich auch. Manchmal müssen wir hier. Hier, du kommst P2 hinterher. Aber es macht Spaß, ne? Auf den Platz. Genau. Ich muss eine Rolle weg. Rakete? Warte, was ist das für eine Rakete? Rakete? Auf so einfach. Alle mal A drücken. Bei der Rakete. Papa, du bist nicht bei der Rakete. So. Ja, okay. Okay, warte, wir müssen was machen, glaube ich. Wo geht's hin? Ziehen. Okay, muss ein Hebel runter. Der ist da hier drin. Einmal alle Pfeile aufsammeln. Oh, kann man hier runterfahren? Kann man die Pfeile einsammeln, bitte? Vorsicht, ja, kann man runterfahren. Also, okay. Wo bin ich denn? Du bist runtergefahren. Ich geh rauf. Oh nein. Ich bin weg. Aber mein Controller hat gerade so vibriert. Was heißt das? Dass du wahrscheinlich runtergefallen bist währenddessen gerade. Aber ich lauf doch noch. Also man kann hier über links und rechts runterfallen? Du kannst, ich meine ja. Also das ist Schande. Während sie Minecraft, oder? Oder will man ja probieren runterzufallen? Nein. Wird man dann wieder gespawnt? Mama ist auch noch da, oder? Nein, ich bin doch hier. Habe ich gerade ganz viele weggemacht? Ja, ich glaube, das war es wirklich super. Aber du sollst mich nicht wegmachen. Wer ist P1? P1 ist ich next. Bin P1. Wir können uns nicht gegenseitig töten, ach, okay? Also das ist schon. Warte, Artefakt. Alle Gegner sind mit Schwert. Warte kurz. Wer war das? Was ist ich war das, ich war das Schattding, was man machen kann. Achso. Man kann Ausrüstung verzaubern. Was? Cool. Blockier nicht das Spiel. Okay, weiter geht's. Sorry für den Unterbrechung. Mama, du hängst jetzt. Papa. Papa, du bist unten rechts im Bild. Ach da, ich dachte, ich bin da links da. Max, du bist P2, ne? Ja. Okay, ich komme. So, guck mal, der gelbe Pfeil zeigt an, wo wir hin müssen. Hier ist was. Die erste Runde geschafft! Ja! Yes. Ja, toll! Leise! Okay, ich würde sagen, die erste Runde haben wir auf jeden Fall gut hinter uns gebracht. Ja, haben wir echt gut gemacht, oder? Ich bin echt erstaunt, dass wir es geschafft haben. Es macht Spaß, wisst ihr was? Man ist ja komplett in einer anderen Welt, ne? Jetzt verstehst du, warum wir das immer machen. Ja. So, jetzt geht's für uns cool. Zurück ins Lager. Ja. Und wir können theoretisch direkt die nächste Runde starten. Ja. Auf was muss ich jetzt drücken hier? Erstmal warten. Es ist nichts, da müssen wir immer schon wieder. So, Level abgeschlossen. Tintenfischkiste können wir jetzt öffnen. Mal gucken, was drin ist. Hat euer Ausdruck gerade? Mann, ist das nein. Spannend. Hier hat nichts drin. Guck mal, jetzt hat jeder eine Angel. Cool. Und hier sind jetzt wieder da. Und es könnte direkt weiter gehen. So, hier können wir uns dann nicht was wählen. Was passiert, wenn ich da. Ich kann nicht runterfahren. Hier sind wir gerade im Lager, da kannst du nicht sterben. So. Im Level nachher ja, aber hey, jetzt wo ich hier bin, ich bin P1, da können wir uns eine Mission theoretisch auswählen und dann würde ich sagen, werden wir jetzt erstmal
ordentlich weiterzocken. Also der Xbox Game Pass Ultimate, der beinhaltet mehr als 100 nice Spiele, also gibt sehr viel. Da gibt es unter anderem auch sehr familienfreundliche Sachen, wie für uns hier natürlich gemacht. Yay! Aber natürlich nicht nur familienfreundliche Sachen, es gibt natürlich auch richtig coole Spiele. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele, es gibt eine sehr, sehr große Auswahl. Ich habe auch eine Sache noch rausgesucht, die wir auf jeden Fall auch noch spielen müssen nachher. Erzähl. Und zwar ist das ein Golfspiel, wo man Minigolf spielen kann. Alle echt? Zusammen hier. Ja, Controller. Aber vorher... ich liebe Minigolf. Also ja, auch mit Real. Und jetzt können wir das sogar auf dem Spiel. Das ist richtig cool. Nee, aber ganz kurz bevor wir das machen, ich habe auch noch eine wichtige Sache. Und zwar wurde EA Play in den Xbox Game Pass Ultimate aufgenommen, ohne zusätzliche Kosten. Und das für Konsolen. Darin enthalten zum Beispiel Spiele wie Sims 4 oder Plants vs. Zombies. Und Leute, es gibt exklusive Belohnungen im Spiel. Spezielle Inhalte nur für Mitglieder. Und frühe Testversionen, ausgewählte neue Spiele. Okay, also ich würde sagen, wir spielen jetzt Plants vs. Zombie Garden Warfare 2. Wie ihr gerade seht, zocken Ash nicht gerade eine kurze Runde. Papa, Mama machen eine kurze Zockpause. Es kann losgehen, unser Wohnmobil hebt ab. Okay, bist du bereit? Wir schaffen es safe, oder? Komm, wir müssen es schaffen. Siehst du schon was? Und da, hier. Oh. Hier, komm, welche, komm. Ach so, okay, dann mach ich das. Ist noch nicht so gut, oder? Ah! Ash, wo ist... Nee, hä? Okay, ach, das war schon... Oh, ich würde sagen, es hat er gut gemacht, oder? Das wäre erst Stufe 1, ich habe noch gar nichts gemacht! Doch, wir haben das gerade hier gesehen. Ich habe meine Ulti auf. Ich feier das. Das haben wir mal dafür ausgewählt, das ist witzig. Da hinten kommt wieder neue. Guckst du? Ja. Ach, cool. Ich gucke, was ich erst. Boah, Alter, was ist das für eine Pflanze, die du genau hast? Warte, ich geh mal hin. Da vorsicht. Jo, das ist Platz. Hast du die? Ja, hab ich. Ja, ich guck mir mal hin. Oh, hier kommen noch mehr. Ey, von der Seite. Die kommen nicht nur von einer Seite. Okay, scheint ruhig zu sein gerade. Alter, das ist für ein Schild. Das ist ein Schutzschild. Geil ist das, Alter. Ich hätte ja auch nehmen müssen. Der ist cool, ne? Der ist echt nice. Was hast du hier oben so für Schwierigkeiten? Was ist das? Eine Bombe. Also, guck mal, du auf der anderen Seite drücken. Man hat überall welche. Warte, ich gucke, wie man das ist. Drück mal hier Y. Warte, ich will gucken. Was kannst du für Y? Setz mir so einen Helm auf. Das ist geil. Wo kommen denn die alle, wenn wir dann spielen? Wir können auch gleich. Hä, und wo kommen denn welche? Da steht, die sollen schon unterwegs sein. Da! Oben. Ach, warte, ich. Oh, warte, ich will Kline. Ich hab keine Bombe mehr. Ich dachte, ich kann nur keine Bombe machen, dachte ich. Also ihr müsst aufladen. Ah, hier ist jemand! Oh, hat ich gerade gekotzt? Ash, wir müssen uns ganz kurz, warte, wir müssen ganz kurz konzentrieren hier. Ist hier noch irgendwo einer? Nee, ich hab mir noch nicht alle geholt. Warte, ich guck einfach kurz nach. Das ist so geil. Alter, hast du gesehen? Warte, ich komm auf euch, Von wo? Oben. Oh Gott, was bist du das gewesen, Idiot? Nein. Scheiße, was? Hier, warte. Geh hin. Wer hat das denn gemacht hier? Geh mit mir. Warte, geh kurz zu denen hin. Ich geh kurz zu denen hin, okay? Alter, hier muss man sich ja voll kurz konzentrieren, warte mal. Okay, warte. Nee, ich will es nicht. Oh mein Gott, also Leute, ich würde sagen, wir zocken jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Oder wir lassen mich Mama und Papa erstmal eine Runde spielen. Wenn wir jetzt vorbei sind hier. Ja, das ist cool. Es macht auf jeden Fall mega Bock. Ja. Kann ich empfehlen. Yeah, ich hab gewonnen! Oh, meine Welt, ich bin echt ein guter Das ist ein lustiges Spiel. Das ist echt nice. Ja, ich will es auch haben. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir einfach zum Laptop. Machen wir den einfach mal hier gemeinsam an. Let's go. Und dann... Das ist richtig cool, die Tastaturlaute. Ich habe noch nie gesehen sowas. So. Ja. Übrigens, spielen kann man hier ganz einfach mit dem gleichen Xbox-Konto, mit den gleichen Spielen. Plus halt am Laptop. Ja. Wir sitzen jetzt alle hier vorm Laptop und wir spielen jetzt das Spiel Golf with your friends, weil Papa mag Golf. Oder warum? Ja. Ja. Weil du liebst Golf. Ja, Minigolf. Minigolf, genau. Ist sehr cool. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus. Offline machen wir einfach mal. Wo wollen wir spielen? Im Wald, Grusel, Oase, Raumstation, Uhrzeit, Vulkan, Piratenburg, Museum. Die Tiefe.
Man kann hier so doll machen, wie man möchte. Also ah, lol! Ganz ich dachte, weit, ich ganz doll. Ach so. Ich mach einfach mal recht. Und wie schießt man? Auf A. Ach so. Ich muss sagen, oh, ich bin relativ nah dran, glaube ich. Okay, Ash, du bist dran. Dein Zug startet, würde ich sagen. Und jetzt kannst du hier links sagen, wie doll du machen möchtest. Genau, so ist ganz, ganz doll. Kann ich auch sagen, in welche Richtung? Ja, klar, so. Nee, darfst du nicht. Nach oben. Ja, du musst schon versuchen. Ja, ganz kurz nochmal zur Erklärung, vielleicht haben es die alle verstanden. Minigolf funktioniert so, je weniger... Ich glaube, das kennt jeder. Ja, wie heißt das? Je weniger Schläge man hat, desto genau. Der mit den wenigsten Schlägen gewinnt. Weil irgendwie okay. Auch springen. So funktioniert auch Golf. Springen? Die auf A müssen jetzt... Einfach A drücken und dann schießt er los. Oh mein Gott, der ist... Raus. Cool. Der ist gar nicht so weit weg. So, Mama ist dran, Spieler 3. Mein Gott, ich weiß gar nicht. Du bist an der Reihe. A drücken erstmal. Jetzt kannst du dich umgucken mit dem anderen. Mit dem anderen Joystick. Genau. Achso. So. Okay. Linker Joystick hoch. Also je höher du ihn zielst, desto stärker machst du, weißt du? Ja, das siehst du auch an den Balken da. Weißt du, was drauf ist? Da hinten, ne? Perfekt. Okay, Mama macht ganz doll. Mach mal. Boah! Ey, der. Oh, gleich wird's sogar. Oh mein Gott! Der Mann ist drin, ne? Ich wollte gerade sagen, du bist übers Loch gesprungen sogar. Jo. Okay, Papa, ich würde sagen, du bist an der Reihe. Danach ist jeder einmal dran. Und ich bin gespannt, wie lange das dauert, bis der Erste hier durch ist. Oh, auch ganz doll. Nee. Nee. Na, jetzt, ja, guck mal, jetzt hat er die ganze Erfahrung mitgenommen von den Leuten genau. Vor ihm. Und jetzt weiß er natürlich, wie er es machen muss. Ah, war das, ne? Ja. Ja, auf A. Ich würde sogar nach links. Ich glaube, der ist gut. Der ist gut. Der ist, oh mein Gott. Oh. Aber warum rollt der jetzt dann nicht? Das ist doch einmal so. Der ist noch nicht da dran. Ich bin dran. So. Und dann merkst du, hast gleich gewonnen. Ja. Boom. Also ich hatte zwei Schläge. Er hat noch nicht gewonnen. So, noch nicht. Nein, also, gut, aber trotzdem hat er zwei Schläge gebraucht. Ich glaube, Ash hat auch genauso zwei Schläge. Auch zwei Schläge. Und Mama. Wo bin ich denn? Einmal abdrücken erstmal. Drehen. Erst mal ich weiß das gar nicht. Ja. Du kannst auch hochgucken. Probier, ne? Du musst nur probieren, die Kuhle. Wenn du in der Kuhle bist, geht's ja runter. Nein, du musst nur probieren, in die Kuhle zu kommen. Einmal in die Bande, auf Bande und dann da rein. Ach, lass Mama selber machen. Oh, okay. Nein, das war so von wegen. Ich hätte noch mehr machen müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Und Papa, wenn du jetzt keine zwei Schläge reinmachst, ne, dann bin ich enttäuscht. Ja, also jetzt den zweiten meine ich. Wenn der jetzt nicht drin ist, dann. Also nochmal die verloren. Einzige, die noch nicht das Loch getroffen hat, drum. Muss man die Orientierung hier finden. Und? Und? Yeah! Yeah, super! Genau. Noch eins ist sehr cool. Cool. So viele Runden gibt es jetzt hier. Ich würde sagen, wir zocken auf jeden Fall nochmal ordentlich weiter. Los. Aber kann man sich einen anderen aussuchen, also einen anderen Hintergrund? Wir sind jetzt im Tiefsee oder so, ne? Ja, ganz viele. Können wir Zuckerland aussuchen? Wir wollen doch erstmal zu Ende spielen, oder nicht? Ich muss jetzt erstmal da durch die Bahn. Ja, eben, es gibt 18 Runden. 18 Runden? Okay. Hole in One! Okay, das müsst ihr mir hier einmal erstmal nachmachen, ne? Krass! Nicht schlecht. Komm. Und? Tja. Ich hätte doch genauso viel Schwung wie du. Nein, ich hätte mehr genommen. Das bin ich. Aber jetzt gucken wir, jetzt könnt ihr abgucken. Ich glaube, der hat mal. Und halt noch weiter in die Tiefsee rein. Darfst du nochmal? Nee, du bist. Das war mal was. Mama ist raus. Nee, du darfst gleich nochmal, ne? Echt? Du hast gleich noch einen zweiten Schlag quasi. Jo. Mama ist drin. Nein! Du hast jetzt einen anderen, du hast Ashs Ball einmal angetippt. Nee, der ist ja durchgerollt. Ich bin jetzt, merkst du ja schon. Ich bin schon durch hier mit der Runde. Nee, jetzt mache ich hier Papa rein. Nee, mach mal. Also rollst durch den Ball. Ja, rollst durch. Achso, ja. Und go. Mann, und wo bin ich jetzt? Das ist am Anfang. Eine Frage. Du bist am Anfang. Nicht wieder so toll, oder? Nicht so wenig, lass mal machen. Warte mal, aber was heißt nicht so doll? So, also, nee, nein, das ist zu doll. So. Mach mal. Tada! Ah, super! Das ist Papa, du. Komm, du musst du reinmachen. Auch drin, cool.
Also ich würde sagen, die nächsten Runden spielen wir erstmal ein bisschen weiter. So, Schnucki, du bist dran. Ja, ich bin dran. Muss mal auf A drücken. Oh Gott, okay. Mach! Ja. Mehr Power, du musst da wirklich durch. Gib mal mehr Power. Warte, mach! Mehr Power geht, das ist schon doll. Jetzt drück, mach. Guck, ich glaube, ich bin nicht in der letzte. Aber wisst ihr was, es ist meine letzte Runde jetzt. Ich mag nicht mehr. Ist platt? Ja, ich bin nee, wirklich im Ernst jetzt. Ich hab glaube ich, das Gefühl, solche Augen. Okay, so die Männer hier unter uns am Start. Ich auch. Ich habe auch angesagt, ne? Deine Runde machst du jetzt noch. Genau, deine Runde musst du jetzt noch machen. Okay. Die eine Runde noch. Okay, Ash, dann sind gleich nur noch wir beide hier im Rennen, würde ich sagen. Also, ey, ich bin gespannt, wer von uns beiden länger durchhalten wird. Das ist ja kein Wunder. Ey, ganz kurz an euch noch, ne? Ja. Ihr habt jetzt ja die Challenge verloren, ne? Ja. Aber vergesst aber wir sind nicht. Wir sind schon alt. Das natürlich auch. Wir wollen dann auch alle auf Disney Plus was gucken. Ja. Übrigens, okay. Disney Plus gibt's. Auch wenn ihr kein Disney Plus Konto habt, gibt's 30 Tage Disney Plus dazu. Das ist ja reingemacht, ne? Das ist meins! Ey, das ist. Ich wär dran! Oh. Das ist für mich gerade. Na gut. Er hat gerade. Na gut. Okay. Danke, dass er mein Level weiter, ne? Aber es ist auch mal schwierig. Ja, safe. Also, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wer von uns beiden jetzt erst aufgeben wird. Ja. Ich glaube, wir werden es schaffen. Ganz ehrlich, ich bin langsam echt ziemlich platt. Wie Ash? Ich glaube. Das geht's aber nicht. Du kannst nicht hier. Du bist noch jung, du musst noch richtig durchziehen. Ich bin müde. Entschuldigung, ich bin auch total kaputt, echt. Echt? Mhm. Ey, was haltet ihr davon? Ich gebe auf, ist es gleich 10? Und wir gucken einfach noch einen Film. Ja, genau, einen Film noch. Ja. Was gibt's denn da alles? Das gucken wir gleich. Also, ich würde sagen, wir gucken jetzt auf Disney Plus auf jeden Fall einen Film. Irgendwas Lustiges? Ja. Eine schöne Komödie. Komödie. Damit wir nicht einschlafen. Ich glaube, Komödien sind top für die Familie. Hat jeder was zu lachen, glaube ich. Genau. Also, wir sagen, gucken wir jetzt auf jeden Fall noch einen Film. Klar. Lasst gerne noch oben da. Vergesst nicht. Ich glaube, du hast gewonnen, ne? Ja, du hast gewonnen übrigens. Ja, vergesst nicht unten in der Videobeschreibung mal vorbeizuschauen bei dem Xbox Game Pass Ultimate. Das ist sehr nice. Also wie gesagt, die erste Monate für nur 1 Euro. Ich finde das top. Macht mega Bock zu spielen, finde ich. Finde ich auch, oder? Das ist richtig toll gewesen. Und vor allem, ich finde, da ist für die ganze Familie was dabei. Wir klauen die Xbox. Er hat schon genug Konsolen, Anna. Wir haben gar keine einzige. Der Xbox Game Pass Ultimate ist somit ein nice Abo für die gesamte Familie und das ist wirklich für jeden was mit dabei. Und das Coole daran ist auch, dass ihr einfach auf euren Geräten, die ihr schon zu Hause habt, spielen könnt. Ihr müsst keinen neuen quasi kaufen. Also gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.